Stadt gleicht heute einem Kriegsgebiet. Grund ist ein Revierkampf zwischen Polizei. Servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Battlefield Hardline Gameplay von mir. Diesmal Conquest auf the Block. Ja, Conquest Large ist endlich wieder auf the Block verfügbar seit dem letzten Patch. Fragt mich nicht, warum sie es vorher irgendwann rausgenommen haben. Auf jeden Fall, jetzt ist es wieder da. Andererseits muss ich ganz ehrlich gestehen, hätten sie es auch weglassen können, weil Spawntrampen ist hier, wie ihr in diesem Video seht, nichts leichter als das sozusagen. Was ich allerdings nicht verstehen kann, dass man hier die Balance ja, irgendwie nicht finden kann. Also keine Ahnung, woran es liegt, aber ihr seht es ja selber. Angefangen habe ich hier mit der Pumpe, und zwar mit der 870P Magnum, glaube ich, heißt sie. Ich habe noch nie eine schlechtere Pumpe gespielt, muss ich euch sagen. Und das wird noch eine Mammutaufgabe, da die 1250 Kills zu machen. Aber das ist wirklich extrem anstrengend und extrem nervig mit dem Teil. Ich kann auch Leute nicht verstehen, die daran Spaß haben. Also, ich meine, ja, nein, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Danach habe ich die Runde natürlich als Sniper weitergespielt, weil sonst hast du ja keine Chance mehr, Kills zu kriegen. Weil das Komische, das andere Komische, auch auf so einer Map oder auf welcher auch immer, sobald die Gegner, sage ich jetzt mal, den Kürzeren ziehen, höflich formuliert, wechseln sie alle auf einen Sniper. Ich frage mich, warum? Ich meine, das ist keine Lösung, um ich sage jetzt mal hier, was zu reißen, weil wenn man sich nur hinten reinstellt und auf gut Glück oder aus der Distanz dann die Leute wegholt, keine Ahnung, also ich weiß nicht, ob das die Lösung ist. Ich meine, ich hätte jetzt hier mal taktisch ein, zwei Vorschläge, was ich zum Beispiel auch nicht verstehe, warum das nie einer macht. Wenn sie mich so hinten reindrücken würden, ich würde versuchen durchzubrechen. Jetzt kommen wir aber zum nächsten Problem gleich. Im Team natürlich, versteht sich, würde ich versuchen durchzubrechen. Und in dem ganz einfach, dass du Rauchgranaten mitnimmst. Es tut mir leid, nichts leichter als das. Da muss halt in einem Fünfer-Squad muss halt mal jeder kurzzeitig auf eine Rauchgranate wechseln. Jeder hat zwei dabei. So, und dann schmeißt du die ganze Seite voll und dann läufst du durch. Es klingt vielleicht komisch oder blöd, aber es ist so. Also, wie gesagt, nichts leichter als das. So können euch die Gegner nicht sehen. Nicht jeder wird ein Infrarotvisier dabei haben, also ein Flare. Also könnt ihr in meinen Augen durchrennen, dann bis zu deren ihrer Homebase am besten noch eine Spawnbacke aufstellen. So, und schon habt ihr die Situation, sage ich jetzt mal, gelöst. Warum aber keiner auf diese Idee kommt, keine Ahnung. Also ich habe jetzt auf der Map Conquest schon, weiß ich nicht, wie oft jetzt habe ich es jetzt gespielt, und jedes Mal ist dasselbe Bild. Also wenn du als Gangster kommst, drückst du die Polizisten hinten rein oder auch umgekehrt, und dann passiert nichts mehr. Die versuchen alle nur zu snipen oder, anders kommst du ja nicht durch. Ich weiß nicht warum, aber das wäre eine Lösung. Das andere, was ich jetzt sage, das nächste Problem ist, wenn du mit Random spielst, hast du auch die Arschkarte. Weil dann läufst du mal durch, du schaffst es, ja, aber dann spawnt keiner bei dir. Weil die, ja, keine Ahnung, weil viele, sage ich jetzt mal, echt zu dumm sind, dieses Spiel zu spielen oder dieses Spiel zu verstehen, um was es geht. Wie gesagt, ich kann zum Beispiel auch nicht kapieren, dass man Kopfgeld als Sniper spielt. Wie soll das funktionieren? Wie kannst du denn als Sniper die Münze aufsammeln, wenn du Kopfgeld spielst? Oder wenn du Snipen tust? Also, seid mal ehrlich, was hat das mit Spiel... Also die Leute haben den Sinn des Spiels eben nicht verstanden. Da geht es eben nicht um zum Snipen, sondern das ist ein reines TDM. Rein Nahkampf, Close Quarters, da geht es nicht um die Distanz. Ja klar, du musst Münzen einsammeln, damit du das Spiel gewinnst. Also, ich weiß nicht, keine Ahnung, aber es ist immer so, es wird sich nie ändern, die Leute, viele... Ich weiß nicht, warum die so ein Spiel spielen, wenn sie es eben nicht kapieren. Und ihr seht es ja, wie gesagt, hier in dem Video wieder, und das ist nicht das erste Mal, also ich genauso auf Banküberfall. Ich hätte, wobei ich dazu sagen muss, ich hätte nie gedacht, dass es auf Banküberfall möglich ist. Hier schon eher, weil es doch eng ist und da doch gerade bei Conquest sind doch die Seiten eben klar, also die einen spawnen da, die anderen spawnen da.
Anders ist es im Team Deathmatch, da geht's halt einfach nicht, weil du ja da random spawnst und beziehungsweise ja dann auch mal hinter den feindlichen Linien spawnst. Und das geht ja hier im Conquest eben nicht. Es sei denn, wie gesagt, du hast intelligente Spieler, die mit einer Spawnbacke sich durchbrechen, mit Rauchgranaten meinetwegen, und beziehungsweise ein Teil des Teams sollte rauchen, der andere Teil Gas mitnehmen, weil dann ist die Seite, die man praktisch einnebelt mit Gas und Rauch, ist sozusagen fast frei, fast gegnerfrei, und da kommt man durch, glaubt mir. Und dann natürlich irgendwo am besten geschützt oder einen guten Platz finden, das ist natürlich jetzt das andere, ist natürlich nicht so einfach, eine Spawnbarke aufstellen und fertig. Und sobald man dann meinetwegen einen Flaggenpunkt wieder hat, meinetwegen jetzt A, weil B ist schwer, also jetzt wenn man von den Gangstern kommt, ist B schwer zu halten, glaube ich, aber wenn man A einnimmt oder D, oder was kommt da, oder C, keine Ahnung, nee, A ist bei den Cops, A, B, C, C, glaube ich, wenn man einnimmt, dann hat man schon wieder Vorteile, weil dann kann man versuchen, wenn man C versucht zu halten, dann können nämlich dann, vorausgesetzt die eigenen Mitspieler verstehen das, dann können dann nämlich die im Homespawn hängen, versuchen wieder A einzunehmen, und so kann man dann das Spiel wieder umdrehen. Versteht ihr, was ich meine? Aber wenn die natürlich weiterhin hinten drin hocken, hinter dem Polizeitruck durch die kleinsten Schlitze feuern, was ich zum Beispiel auch nicht verstehe, da muss echt, das ist zum Beispiel auch, wo man sagt, das ist ein Bug, meiner Meinung nach. Ein Millimeter, wenn du dich daneben bewegst, kannst du schon wieder nicht durchschießen, obwohl du freie Sicht hast. Also, das ist ganz komisch. Aber auf jeden Fall, da verstecken sie sich dann eben und snipen halt rum. Und mein Gott, die haben es nicht anders verdient, dann so gedemütigt zu werden, sage ich jetzt mal, ganz ehrlich. Naja, eigentlich wollte ich ja hier heute in so ein Waffenschein-Video bringen und zeigen, aber ich bin noch nicht so weit, weil die schweren, oder ich weiß nicht, die Battle Rifles, ich weiß jetzt gar nicht, wie man die auf Deutsch nennt, müsste man mal vielleicht unten reinschreiben, ich finde, also ich muss ganz ehrlich sagen, wie gesagt, es gibt keine schlechten Waffen, auch nicht hier, es gibt nur wirklich schwer zu spielende Waffen, und das ist eine Kategorie, die, wo ich wirklich sagen muss, das sind die mit Abstand am schwersten zu spielenden Waffen in diesem Game. Also ich habe noch keine anderen Waffen gespielt, die wirklich so schwer sind zu handeln, sage ich jetzt mal. Ich meine, sie sind nicht schlecht, ich bin jetzt momentan immer noch mit der SKH und mit der SA-58 Astro oder wie sie heißt unterwegs, und ich ganz ehrlich gesagt, also vom Gefühl her, von meinem Spielgefühl her, finde ich sie zum Kotzen. Ich habe echt lange gebraucht, um mit denen klarzukommen. Mittlerweile ist es eben so, dass sie nicht schlecht sind. Allerdings nicht meins. Also meine Lieblingswaffen wären sie auf gar keinen Fall. Erstens nur 21 Schuss, zweitens, also jeder, also beide, zweitens eine geringe Feuerrate, und drittens das Handling der Waffe ist so extrem hammerhart. Also ich kann mich ja eigentlich nur freuen auf die nächsten beiden, weil die zwei wären es auf alle Fälle nicht. Und funktionieren tun sie, da muss ich ganz ehrlich sagen, die Time to Kill ist brutal. Du brauchst teilweise nur drei Treffer auf alle Fälle, um einen down zu kriegen. Meistens reichen auch zwei, wenn er schon irgendwie angehittet ist. Und das ist schon extrem. Also die haben echt einen hohen Damage. Wobei ich da auch manchmal nicht verstehe, wenn du zum Beispiel, kommt mir halt oft so vor, wenn ich jetzt mit einem Sturmgewehr in einen Pulk von, oder mit einer PDW, in einen Pulk von, wo drei, vier Mann direkt nebeneinander oder hintereinander stehen, schieße, kriege ich die drei, vier Mann mit einem Sturmgewehr oder mit einer PDW eher down als mit diesem Battle Rifle. Und das ist was ich nicht verstehe, weil gerade die Durchschlagskraft müsste das ja eigentlich noch leichter machen, wenn ich jetzt hier in so einem, ihr wisst, was ich meine, manchmal kommt es ja doch so, dass ihr eben hinter den feindlichen Linien spawnt oder ihr umlauft die Gegner, und dann habt ihr plötzlich drei, vier Mann vor euch, die eigentlich echt sehr nah beieinander beisammen stehen, und wenn ihr dann auf die schießt, dann fällt nur einer um, und das ist was ich nicht verstehe bei der Waffe. Also theoretisch müssten dann alle drei, vier umfallen, oder zumindest alle drei, wenn ihr sie dann trefft, aber in der Regel ist es, bei mir war es halt immer so, in der Regel ist es so, dass meistens nur einer umfällt, und der andere, hat zwar einen hohen Hit bekommen von mir, weil das sehe ich ja dann, weil ich dann jeweils zwei oder drei Killhilfen bekomme, aber
umfallen tun sie nicht. Und das ist was, was ich nicht verstehe bei diesem. Wie gesagt, mit einer PDW würde ich in so einer Situation, wenn ich, wie ich gerade erzählt habe, alle drei wegholen oder mit einem Sturmgewehr. Aber mit einem Battle Rifle ist es eher selten. Dass, mein, natürlich geht's, wenn es die Gegner nicht schnallen, dass du auf sie schießt. Also habe ich auch schon oft gehabt und das ist ja nichts Neues, dass die Gegner das nicht kapieren, dass Feinde neben ihnen stehen oder hinter ihnen stehen. Gerade bei Battlefield Hardline ist es so. Nichtsdestotrotz passiert mir das auch oft eben, dass wenn ich in so einen Pulk reinfeuere, dass dann eben nur einer umfällt. Und gerade bei so einem hohen Damage, was die Waffe hat, ist das in meinen Augen eher schlecht als gut. Weil, also unrealistisch, versteht ihr, was ich meine? Ich meine, es kann nicht sein, dass wenn ich mit dem Sturmgewehr, was 10, fast 20 Punkte weniger Schaden macht, also im Schnitt, sage ich jetzt mal, als so ein Battle Rifle, mit so einem Sturmgewehr es schaffe, aber mit einem Battle Rifle nicht. Ja, keine Ahnung. Ansonsten, wie gesagt, ich spiele ja jetzt hier momentan, versuche ich drei Waffen gleichzeitig aufs Waffenschein zu spielen, wobei natürlich die Pumpe da das Nachsehen hat, weil die Pumpe in meinen Augen nur eine Nahkampfwaffe ist und die dann natürlich auch nur auf Maps spielen, in Anführungszeichen auf Maps spielen kannst, die halt auch nahkampflastig sind, wie zum Beispiel The Block, wie zum Beispiel Banküberfall oder jetzt in die neuen Maps The Beat zum Beispiel oder Black Friday, genau. Mein Gott, ich kann mir den Namen nicht merken. Aber es gibt Leute, die spielen mit der Pumpe auch auf Staubwüste beziehungsweise auf Blackwood, was ich nicht verstehen kann. Ich meine, da brauchen sie sich nicht wundern, wenn sie dann mit negativ rausgehen, weil ich meine, natürlich kriegst du da auch, laufen dir auch Feinde über den Weg. Aber in der Regel sind das halt dann doch Maps, die auf die Distanz ausgelegt sind und nicht auf den Nahkampf. Naja, und deswegen dauert es halt bei der Pumpe bei mir etwas länger, weil ich eben die nur auf solchen Maps spiele. Naja, egal. Auf jeden Fall kann ich euch nur sagen, es ist die schwierigste zu spielende Klasse. Da finde ich ja das Snipen noch einfacher, ganz ehrlich gesagt. Und seht ihr ja auch hier in dem Hintergrund, also ich habe ja dann auf den Sniper gewechselt im Gameplay, weil da versuche ich ja auch gleichzeitig die Scout Elite eben auf 1250 zu kommen. Da ich die aber eben nicht so oft spiele, sondern eben nur gelegentlich, gerade wenn wir halt hier die Gegner in den Spawn drücken, dann spiele ich sie zu 90%, weil es einfach langweilig ist vorne drin. Und vor allem das Geile ist ja auch, die Gegner werfen auch nur noch Gasgranaten und Brandgranaten und da gehst halt auch nur noch drauf und das macht keinen Spaß. Und vor allem diese Gasgranaten, ich verstehe diese Gasgranaten, das ist in meinen Augen OP. Die haben so eine lange Wirkungsdauer, genauso wie die Brandgranaten, wo ich mir sage, das kann nicht sein. Und jetzt kommt der Witz nämlich bei der ganzen Sache. Ihr habt zwei davon. Aber nur eine Handgranate, versteht ihr, was ich meine? Außer ihr wählt den Ruf, wo ihr dann die zweite Granate dann dazu habt. Aber selbst dann, wenn ihr Gasgranaten ausrüstet oder Brandgranaten und ihr wählt dann dieses zusätzliche Granaten-Perk, dann habt ihr dann drei. Also ich finde es ungerecht gehandhabt. Genauso finde ich die Balance der Waffen in der Gruppierung, also in der pro Klasse, finde ich auch unfair. In meinen Augen. Der Sniper hat die stärksten Waffen auf Distanz und die stärksten Waffen auf Nahkampf, in meinen Augen. Also als Secondary. Der Enforcer hat auch, in Anführungszeichen, was den Schaden jetzt angeht, die stärksten Waffen auf Mittel bis Distanz und hat auch mit die stärksten Secondaries. Hallo, da ist die Eagle mit dabei. Dann der Enforcer ist der benachteiligste Klasse überhaupt. Sie hat zwar mit den PDWs starke Waffen, vor allem die MPX und die FMG, aber als Secondary, seid mir nicht böse, die Magnum ist zwar gut, aber die schießt einfach zu langsam. Und wenn du mal überlegst, wenn dein Magazin mit der PDW ist recht, in Anführungszeichen, recht schnell leer, das heißt, du musst ja theoretisch öfters in die Secondary wechseln, als mit jeder anderen Klasse.
Ja, es ist so. Und dann hast du aber eine Pistole in der Hand, die eine echt lange Feuerrate hat und dann auch nur noch 6 Schuss. Die Revolver, sie haben Vorteile, klar, aber gerade im schnellen Spiel haben sie enorme Nachteile. Und der Operator, da muss ich sagen, ist es irgendwo eine ausgeglichene Runde. Sie haben starke Sturmgewehre und mittlere Pistolen, sage ich jetzt mal. Und da verstehe ich nicht, warum man das nicht. Also ich finde, in meinen Augen hätte der Enforcer die Secondaries mit den Profi hätte getauscht werden sollen. Der Profi hätte den Revolver haben müssen, weil der ja in Anführungszeichen sowieso auf der Distanz kämpft. Und wenn der mal schnell eine Pistole braucht, dann ist es okay. Der soll nicht, aber egal, das ist nur Wunschdenken bzw. Idiotie, was ich jetzt hier rede, weil es macht sowieso keiner, wie er es haben will. Wie ich es haben will, sowieso nicht. Naja, auf jeden Fall. Naja, ihr habt es jetzt gesehen, das ist in meinen Augen die schwerste Klasse, gebe ich ganz ehrlich zu. Und ich hoffe, ich habe da die Geduld, das durchzuziehen. Naja, im Hintergrund hört ihr wieder meine PlayStation, wie laut die ist. Naja, egal, ich habe ja Kopfhörer auf, dann höre ich es nicht mehr. Okay, naja, das, wie ihr wisst, die letzten paar Minuten lasse ich euch ja rein. Haut rein, ciao, bis zum nächsten Video.